Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Heute reden wir über die Bani Chaupai Sahib. Die Bani Chaupai Sahib wurde im Gurdwara Bipaur Sahib von Guru Gobind Singh Ji am Flussufer des Satluj rezitiert. Indem Guru Sahib selber eine Bitte an Waheguru richtet, lehrt er uns, wie man Waheguru um etwas bittet. Wenn man Chaupai Sahib liest und versteht, wenn man beginnt es zu verstehen, merkt man, wie eine innige Beziehung zwischen einem und Waheguru aufgebaut wird. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch die Bani durch. Die Bani beginnt mit Ek Oankar Sri Waheguru Ji Ki Fateh Pat Sahi Dasvin Kabayo Baj Beniti Chaupai. Ek Oankar heißt, Ek heißt eins, Oankar heißt auf Deutsch Schöpfer. Das Wort Oankar lässt sich auf Deutsch nicht ganz übersetzen. Daher haben wir das Wort Schöpfer benutzt. In der Sikhi ist Gott ohne Geschlecht und ohne Form. Oankar bedeutet jedoch derjenige, der alles kreiert und allgegenwärtig ist. Sri Waheguru Ji Ki Fateh heißt, aller Sieg gehört Waheguru. Das Wort Waheguru benutzen wir in der Sikhi für Gott, um Gott zu beschreiben, um Gott anzusprechen, benutzen wir das Wort Waheguru. Pat Sahi Dasvi. Pat Sahi heißt der König aller Könige. Und Pat Sahi Dasvi ist Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, der jetzt Kabeo Baj Beniti Chaupai, der jetzt in der Form als der 10. Guru, Shri Guru Gobind Singh Ji, richtet nun seine Bitte als Poet in der Form des Chaupai. Chaupai ist eine Art des Poesie und Chaupai ist eine Strophe mit 4 Versen. Die Bani beginnt dann weiterhin mit Hamri karo hath de racha. Hamri heißt meine, mir, karo heißt machen, hat heißt Hand, de racha ist Schutz zu geben. Hamri karo hath de racha lässt sich also mit gib mir deine Hand, reiche mir deine Hand und beschütze mich übersetzen. Aber welche Hand? Um welche Hand handelt es sich? Es handelt sich um die Hand, die voller Gnade und voller Segen ist. Puran hoye chitta ki icha. Puran heißt erfüllt werden, erfüllen. Hoye ist werden. Chitta ki icha sind die Wünsche des Gedanken. Jet ist der Teil des Verstandes, unserer Gedanken, mit dem wir gedenken. Also lässt sich diese Bank die übersetzen mit bitte erfülle den Wunsch meiner Gedanken. Tav charnan man rahe hamara. Tav charnan man rahe hamara. Tav charnan heißt deine Füße. Man ist Verstand und rahe hamara heißt Rehe heißt verbleiben, Amara heißt mein. Also mögen meine Gedanken in deinen Füßen verbleiben und verweilen. Die Füße sind eine demütige Art zu sagen, möge ich immer an dich denken. Apna Jan Karo Pratipara. Apna Jan heißt als dein eigen betrachten. Karo heißt machen und Pratepara heißt aufbringen, erziehen. Also betrachte mich als dein eigen und sorge dich um mich. Die Bani geht weiter mit Hamre Dost Sabai
तुम का वहु हमरे हाइस्ट माइन दोस्त हाइस्ट फाइंड सब इस्ट अल तुम इस्ट दू Kavahu heißt zerstören, beseitigen. Die Bank, die lässt sich also übersetzen mit beseitige all meine Feinde. Aber um welche Feinde handelt es sich? Die Feinde sind die inneren Feinde. Gam, sexuelle Begierde, Grod, Wut und Zorn, Lob, die Gier, Mo, die Gebundenheit und Hankar, das Ego. Beseitige diese Feinde. Aap hath de mohe bachavahu. Aap heißt du. Damit ist Vaheguru gemeint. Guru Sahib nimmt Bezug auf Vaheguru. Hath heißt wieder Hand. De heißt geben. Mohe heißt mich, mir. Bachavahu heißt retten, schützen. Also, reiche mir deine Hand, rette und bewahre mich. Sukhi basa moro parivara. Diese zwei Pankhtiyan lassen sich übersetzen mit den Wörtern Sukhi. Das heißt, damit ist gemeint die Geborgenheit. Basa heißt verweilen. Moro heißt mein. Parivara heißt Familie. Sevak Sikhya Sabai Kartara. Sevak heißt Diener, Sikhya heißt Sek, Sabai heißt alle, Kartara ist der Schöpfer, der Erschaffer. Wenn wir hier über die Familie reden, Sukhi Basa Moro Parivara, dann müssen wir erwähnen, es gibt zwei Arten von Familie. Die erste Art ist die Nadi-Familie. Das ist die Sikhi-Familie, in die wir eintreten, wenn wir zu Guru Sahibs Familie werden. Wenn wir weitere Schritte nehmen in die Sikhi. Wenn wir Amrit nehmen. Die zweite Art ist die Bindi-Familie. Also die Familie, in die wir hineingeboren werden. Sukhi Basa Moro Parivara. Möge meine Familie in Geborgenheit verweilen, Sevak Sikha Savakaratara, sowie all deine dienenden Sikh-Anhänger, o Schöpfer. Jetzt werden wir die Bani gemeinsam rezitieren. Bitte wiederholt nach mir. Fokussiert euch dabei auf die Übersetzung und die Bedeutung. Hamari karo hath dai rakha. पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोसट सब तुम का वहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा. Fokussiert euch jetzt auf eure eigene Stimme. Wenn der Fokus schwindet, bringt den Verstand wieder zurück. हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोसट सब तुम का वहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सब कर तारा. Was bedeuten diese Pangetia für dich? Was bedeuten diese Strophen, diese Verse für dich? Nimm dir 20, 25 Minuten Zeit, schreib es dir auf. Wie verbindest du diese Strophen mit deinem Leben? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki